Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen. Ich bin der feinstoffliche Virenscanner, ein energetischer Heiler. Heute geht es um den Mundraum. Alles, also was hinter den Lippen ist, wenn man es so will. Ne? Diesen Bereich beschäftige ich mich jetzt mit. Vielleicht nochmal vorweg: Sie wissen, dass es immer eine Unterstützung der Selbstheilungskräfte. Gehen Sie zum Zahnarzt, wenn Sie Zahnschmerzen haben. Das möchte ich vorweg nur gesagt haben. Das ist immer Voraussetzung, dass der seine Arbeit auch gemacht hat. Trotzdem, es gibt manchmal Fälle, wo Sie sonst alles in Ordnung haben und der Zahnarzt sagt auch, es ist alles in Ordnung, aber Sie fühlen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und um diese Fälle geht es. Dass das die Zahnfleisch stärkt, dass es die Zähne stärkt, dass die Zähne gesünder werden, dass die Zunge frei wird, dass der Rachen frei wird. Wir haben gerade über den Zahnstand noch gesprochen, also eventuell auch der Zahnstand wieder besser werden kann. Das sind Nebeneffekte, die Sie gerne nützen dürfen. Aber ich betrachte das eben aus einer energetischen Perspektive. Da Energien, die da nicht hineinkommen, gehören. Habe einige Fälle schon gehabt, die sagen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich habe unwahrscheinliche Zahnschmerzen oder ich habe Schmerzen im Mundraum, kann aber nicht, Zahnarzt oder entsprechende Leute können mir nicht helfen. Auch das wäre, dann wären Sie mit diesem Video gut aufgehoben, wenn Sie sich es anschauen. Aber es geht im Prinzip natürlich auch einfach um Zähne und so weiter. Jetzt schauen wir mal, dass wir die entsprechenden Personen anladen, die jemals dieses Video sehen werden und wollen. So, okay, sind da. Es wirkt also jederzeit. Sie brauchen sich nur anschauen und sagen, bitte, ich bitte um Heilung, das darf bei mir geschehen. Im Hintergrund, dass Sie praktisch die Erlaubnis geben, dann darf es geschehen. Wenn es nicht geschehen soll, wird es auch nicht geschehen. Gut, aber in den meisten Fällen ist automatisch die Erlaubnis da. Sie schauen sich das ja an, nicht um Zeit zu vertreiben, sondern weil Sie da denken, es könnte mir hilfreich sein. Und das ist schon die Genehmigung, ne? Schauen wir mal, wo Sie sind. Da ist schon eine ganze Menge Personen da. Okay, dann kann ich mich gleich in diesen Mundraum begeben. Und für mich ist in diesem Mundraum selbst eine komische Energie. Also ist wie so eine Halle reinkommen und in dieser Halle ist eine Energie, die nicht hineingehört und die nehme ich jetzt erstmal raus. Also betrifft noch nicht mal die Zähne, sondern den Hohlkörper. Den machen wir mal erstmal frei. Energien, die sich dahin verirrt haben, wenn man so will. Ne? Jetzt gehen wir mal in den Rachen. Also Hintergrund dort, Mandeln und Zäpfchen und diesen ganzen Bereich. Dass der frei wird von Energien. Und nach oben hin auch der Gaumen. Fällt mir nur bei ein, wenn Sie meditieren und die Zunge nach oben an den Gaumen drücken, sagt man, hat man eine bessere Verbindung nach oben hin. Vergesse ich auch immer, aber der Gaumen ist wohl wichtig. So. Mandeln und der Hintergrund noch einmal. Und dann geht es in den Rachen rein. Nehmen wir die Zunge. Die fühlt sich in dem Falle bei der multidimensionalen Person, die ich bearbeite, auch schwer an. Als ob das Sprechen schwer wäre. So wäre der Eindruck. Die machen wir auch mal frei.
bisschen was an der Zunge zu tun. So, das ist gut. Dann können wir jetzt mal auf die Zähne gehen. Ich fange oben rechts außen an. Also das wäre hier der Punkt bei mir betrachtet. Dann gehen wir von außen mal durch. Jeder Zahn hat ja irgendeine Bedeutung im Körper. Kann man irgendwo nachlesen. Aber verzichte ich jetzt in diesem Moment mal drauf, darauf einzugehen. Das wäre dann so ein Tagesprogramm, wenn man das ausführlich macht. Zähne und natürlich auch den Untergrund, Kiefer, Ober- und Unterkiefer, also die Knochen, wo die Zähne drin sind, mit ihren Ausläufern. Vorne Schneidezähne und dann drehen wir uns rum, den Kiefer auf die linke Seite. Jetzt bin ich auf der Außenseite des Kiefers, linke Seite. Wurzel. Machen wir die Wurzel nochmal extra. So. Dann fangen wir jetzt Innenraum, immer Oberzähne, jetzt hier oben rechts. Oberseite geht es dann weiter. Oberkiefer. Schneidezähne. Eckzahn. Jetzt sind wir auf der anderen Seite links. Zahnputzvideo habe ich gerade überlegt. Nein, das ist energetisches Zahnputzvideo. Energien, die da nicht hingehören. Mit der Zahnbürste den äußeren Reck und mit diesem Video den inneren. Die Energien, die da nicht hingehören. Energetisches Zahnputzvideo. Das wäre ein schöner Name. Okay. So, Oberkiefer haben wir. Jetzt gehen wir in der Unterseite. Fangen wir außen an. Wieder rechts, hier Unterkiefer. Schneidezähne. Und jetzt links runter, rüber. Das nimmt so ein bisschen Druck aus den Zähnen raus. Die so Zähnebeißer sind. Nachts die Zähne zusammenklappen und darauf rumreiben. Stressabbau praktisch. Die fügen den Zähnen so einen Druck zu. Also wir haben ja unwahrscheinliche Kraft, ich weiß nicht, Tonnenkraft, die wir auswirken können auf die Kaumuskeln da, mit den Hebel praktisch. Da können wir also eine ganze Menge anrichten, aber auch gegen uns, ne? Und dieser Druck, der geht in die Zähne und dann in den Nerv, geht er weiter und hier so runter in den Nacken rein oder in die Schulter rein. Wenn wir kräftig genug unsere Zähne zusammenbeißen nachts. Tagsüber werden wir es ja wohl weniger wissentlich tun. Aber gibt es sicher auch welche, die dann
sogar tagsüber den Stress haben. Ne? Und das nutzt natürlich die Zähne ab. Bei den Tieren ist das ja noch bemerkenswerter. Bei den Pferden kann man ja das Alter erkennen an der Abnutzung der Zähne. Also da gibt es also eine Endlichkeit, bis dann so nicht mehr viel ganz da ist. So wird das Alter dann bestimmt auch eine Farbe, glaube ich. Also bei Menschen machen wir das jetzt nicht. Aber ist natürlich auch klar, je härter wir kauen müssen, desto mehr nutzen wir ab. Ne? Und wenn wir uns selbst beschädigen, ist das umso schlechter. Wäre nochmal ein Video wert, daran nur an diesen Zähnebeißen ranzugehen. Und das mal zu bearbeiten, energetisch rauszunehmen aus dem System. So, außen habe ich. Jetzt machen wir mal innen. Wieder rechte Seite fange ich an. So, das ist auch funktioniert. Okay. Dann werden wir mal bitten um den korrekten Zahnstand. Unterkiefer. Oberkiefer. Also im Prinzip sage ich nur, ich bitte alle Zähne zurück zur Schöpfersnorm, sich wieder aufzustellen. In dieser Dimension, in allen anderen Dimensionen. Amen, danke. Also das ist kein großes Geheimnis dahinter, können Sie auch machen für sich. So, was ist hier noch? Ach, da ist irgendwas zwischen den Zähnen auch noch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wie so ein Gummi, wie so ein Klebstoff, was die Zähne, weswegen man sie nicht richtig benutzen kann. Also das machen wir auch nochmal weg, dieses Klebstoff. So. Dunklen Energien aus dem Zahnraum nochmal. So, das ist schon mal besser. Das ist irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe. Jetzt werden wir den Zahnraum mal energetisch mit Heilungsöl, mein berühmtes Heilungsöl, für mich ist Farbe grün, heilt, einstreichen, also Mundraum, Oberkiefer, Unterkiefer, mal Mund auf, so, und dann streichen wir das mal lustig ein. Oberkiefer, Rachen, Zunge, Unterkiefer, Unterkiefer, jetzt von außen, also Außenseite, so, machen wir mal einen Versuch, habe ich noch nicht probiert, aber Sie haben einen Karieszahn, nehmen wir mal Karieszahn als ein Beispiel. Bitte um, also wir machen alle Zähne als einen Zahn und behandeln den als Karieszahn. So machen wir es. Man muss der Intuition folgen. Das ist dieser Zahn aller Menschen, die zugucken werden.
die irgendwann bitten wir darum, dass der vollständig zurück zur Norm des Schöpfers kommt. Soll sie nicht aufhalten, zum Zahnarzt gehen. Es ist ein Experiment in diesem Falle. Aber wenn ich die Intuition habe, machen wir es. Fühlt sich besser an. Fühlt sich besser an. Dann Zahnschmelz oder Zahnmaterial drin drumherum wieder auffüllen und wieder verteilen die Zähne im Mund. Jo, das fühlt sich gut an. Wie neu, kann man sagen. Wie neu. Der Zahnraum wie neu. Das ist viel schöner geworden. Sehr schön. Ja, damit haben wir es. Den Zahnraum, Gaumen, Zunge, Rachen, Mandeln, alles, was da so im Mundraum ist. Anwendung wie bei anderen Videos auch. Also wenn Sie akut Probleme haben, klar, Sie gehen zum Arzt, dann würde ich es aber regelmäßig mir anschauen, also jeden Tag. Und sonst, ja, man kann es als Zahnpflege oder Raumpflege regelmäßig nutzen. Da steht nichts denen im Wege, aber Sie haben sicherlich auch noch ein bisschen mehr zu tun, als meine Videos zu schauen. Aber es wäre schon gut. Es ist energetisches Zähnebürsten. So kann man das schon bezeichnen. Ne? Ja, nutzen Sie, wie Sie Freude dran haben. Gut, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Cornelius von Lessen. Ich bin energetischer Heiler, der feinstoffliche Virenscanner. Freue mich, dass Sie bei diesem Video wieder dabei waren. Und freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Video wieder einschalten werden. Machen Sie es gut. Bis dahin. Thank you.